Ja, Huhu hier wieder mit Koali und bei The Secret World. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, unsere gute Eukalypta hat sich ein bisschen verändert seit der letzten Folge. Ich hatte 3 Folgen aufgenommen mit Plastiklöffel, Chosen Pariah und dem Timbo zusammen und dem Charakter. Und das ist total in die Hose gegangen. Hat zwar ultra viel Spaß gemacht, mit den 3 zu spielen, aber für die Aufnahme, das war total wirr und jeder wollte was anderes und ich habe es mir noch mal ein paar Mal angeguckt und ich kann das so nicht hochladen. Also, da habt ihr nichts von, uns da beim total Quatsch machen zuzugucken. Ich möchte das Ding hier eher so ein bisschen machen in Richtung, ich zeige euch mal, wie sich die Story entwickelt und so ein bisschen langsam. Nicht so durchrushen durch die ganzen Sachen und uns wirklich Zeit nehmen für die Quests. Und das hat ein bisschen geschadet, dass da ein paar von den Leuten, die mitgespielt haben, halt ganz viel schon wussten von der Story. Und dann, ja, ganz schnell durch. Und schnetzeln. Und wie gesagt, das hat auch Fun gemacht auf seine eigene Art und Weise. Aber ich glaube, für das Let's Play war das nicht ganz so gut. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Folgen halt nicht hochzuladen. Und da man ja keinen alten Speicherstand irgendwie wieder laden kann, musste ich jetzt den Charakter löschen und habe ihn neu angefangen. Und ja, ich habe es auch nicht mehr so richtig hingekriegt, die gleichen Einstellungen vorzunehmen wie vorher. Und habe auch zwischendurch einen anderen Charakter angefangen zu spielen, wo mir das Make-up ganz gut gefallen hat und die Frisur. Und deswegen sieht unsere gute Eukalypta jetzt ein bisschen anders aus. Ja, Haarfarbe ist immer noch gleich. Hat jetzt einen Kapuzenpulli an. Ich habe die Skillung und so alles gleich gelassen wie vorher auch. So sieht sie gut aus jetzt. Müsste jetzt mit leben. Wie gesagt, sorry an Chosen, Plastiklöffel und Timbo. Das war cool mit euch, aber vielleicht machen wir solche Multiparts dann doch eher für die Instanzen. Also für die wirklich Multiplayer vorgesehenen Sachen. Weil sonst ist das ein bisschen, wie gesagt, nicht so schön zum Zugucken, glaube ich. Also mir hat es selber beim nochmal Zugucken auch keinen Spaß gemacht mehr, das zu gucken. Ne? Und dann denke ich, macht es euch auch keinen Spaß. Also spiele ich das Ganze jetzt alleine. Vielleicht kommt hin und wieder mal einer dazu oder so, aber ich möchte es auch nicht mehr als einen dazu holen. Also wenn ihr mal mitspielen wollt, wie gesagt, könnt ihr mich ruhig anschreiben. Aber dann ist wirklich der Fokus nur auf meinem Charakter dann. Und weil der macht das Let's Play. Und ja, also kein Durchgerusche, kein IP-Geschnetzel und so. Es sei denn, wir machen wirklich eine Sache, die dafür vorgesehen ist. Vielleicht mache ich mal 1 oder 2 Folgen, wo ich dann mal ganz viele Leute irgendwie dazu höre, mir mal so eine Megagruppe machen. Aber das wären dann eher Specials. Ja. Also wie gesagt, sorry dafür, dass das jetzt so ein kleiner Reboot ist hier, aber ich denke, es kommt euch zugute und mir auch. Also, legen wir los. Machen hier erstmal ich mir ein bisschen kosmetische Sachen hier, weil ich habe mir schon gedacht, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal angespielt jetzt. Ich mache mir hier immer so extra Taschen. Die kann man sich hier schön zurechtlegen. Vor allen Dingen hier so eine Tasche für den Konsum, also für Heiltränke oder so, weil man die nicht auf Schnelltasten legen kann, anscheinend. Zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie man das denn machen kann. So, ich habe hier eine Tasche für Material, eine für Konsumteile, dann habe ich eine immer für Waffen. Nein, Waffen! Und eine Tasche. Er merkt schon, ich spiele eine Frau, die müssen immer ganz viele Taschen dabei haben. Schuhe und Taschen, ne? Frauen. Material, Waffen und was habe ich noch immer gehabt? Das Materialding muss, das wird, glaube ich, größer. Vielleicht wird das auch gar nichts. Na, wir werden es ja sehen, wenn ich es wieder brauche. Gucken. Aber das wird wahrscheinlich hier, das ist doch eher so groß, weil das Material finden wir ohne Ende. Aber wir können hier noch eine Ausrüstung machen extra. Na. Au!
Ausrüstung. So. Okay, und jetzt konnten wir es hier. Eins habe ich angeheftet, das halt permanent eingeblendet sein soll. Der Rest nicht. Hallo. Nettes Outfit. So, wir sind auch immer noch bei den Drachen. Wir haben immer noch Sturmgewehr und Klauen. Ich habe schon gemerkt, als Heiler, wenn man als Heiler unterwegs ist, das wird sehr, sehr anspruchsvoll werden für uns hier, wenn wir das alleine spielen wollen. Ihr werdet auch sehen, wir werden ein bisschen Schadensbild auch einnehmen müssen. Hey, keine Sorge. Sie sind nicht in der Vergangenheit. Ich bin nur ganz zufällig der letzte Cowboy. Sogar mit echter Südstaatenbegrüßung. Mesquite-Bohnen nach Texas-Art. Mit vollem Bauch kämpft das Gute besser. Ich bin Boone. Ich bin ein Problemlöser. Wir beide müssen ein Pow-Wow abhalten, bevor sie hier auch Probleme lösen. Die Chaos-Theorie ist ja ganz nett in der Theorie. Aber wir haben es hier mit praktischem Chaos zu tun. Wie geht ein Drache damit um? Klar kann man verschiedene Ziele verfolgen, aber gegen die Finsternis muss man zusammenhalten. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Und ich weiß, dass wir so viel Einigkeit brauchen wie möglich. Ich sag nicht, dass es hier die Hölle ist. Aber bei Westwind kann man den Schwefel schon beinahe riechen. Wir wissen nur, dass Tod und Nebel vom Meer heraufzogen oder dass sie jemand mitgebracht hat. Wäre ich ein Spieler, würde ich Geld darauf wetten, dass dieser jemand noch da ist. In Kingsmouth haben sich ein paar Überlebende verkrochen. Folgen Sie einfach der Hauptstraße und dem Klang von Schüssen. Dann kommen Sie zum Sheriff. Also, egal warum Sie hergekommen sind, finden Sie raus, wofür die Leute gestorben sind. Und nehmen Sie Rache. Okay. Der letzte Cowboy. Jack Boone. Okay, hier laufen jede Menge Leute rum. Hallo, du hast dieselbe Frisur wie ich. Naja, fast. Hier ist ein bisschen Wissen hinterm Zelt. Nehmen wir noch mit. Nämlich das Summen nochmal. Und wie gesagt, ich lese es nicht immer alles durch. Ihr könnt dann nochmal gucken. Lies uns, hat es uns halt auch gesagt. Okay. So. Also. Hier haben wir den netten Jack Boone, der uns ja eben schon begrüßt hat. Und der möchte uns einen Auftrag geben, nämlich für eine Handvoll Zombies. Er hat nämlich ein Zombie-Problem. Und wir sollen schauen, dass wir Zombies töten. Dieser Wald lebt. Da jucken mir aus zwei Gründen die Finger. Erstens. Zweitens, rausfinden, wie man sie unten hält. Ist nicht richtig, dass die Toten rumwandern. Sie verdienen ihr Grab wie jeder andere auch. Egal, ich muss hier Wache halten und sie haben zu tun. Aber sie könnten unterwegs ein bisschen aufräumen. Finden sie raus, wie sie ticken. Und wie man dieses Ticken stoppt. Dann spendiere ich Ihnen ein Bier im Apocalypse. Und jetzt los, in den Sattel. Das Ende der Welt wartet auf niemanden. Nice. Hat er das jetzt nicht genommen? Doch. Merkwürdig. Okay, wir müssen 6 Zombies in der Umgebung von Jacks Lager töten. Okay, dann packen wir doch mal unsere Schrotflinte, also unsere Sturmgewehr aus. Und können hier so einen frischen Zombie mal erlegen. Da kommt er gleich mit seiner ganzen Rotte angelaufen. Dann packen wir unsere Fäuste aus. Zeigen wir mal, dass wir auch im Nahkampf nicht zu unterschätzen sind. Läuft schon. Perfekt. So. Das war Loot. Ja. Gibt's auch in diesem Spiel natürlich. Und wir haben jetzt hier Materialien bekommen. Nämlich Basismetall.
Und Basisstaub, das braucht man zum irgendwas herstellen. Ich habe bis jetzt noch relativ wenig hergestellt. Wie das gleich funktioniert, das zeige ich gleich. Da kommen wir gleich zu, das ist ein eigenes Quest für. Und wir haben Pax Romana bekommen. Das ist die Währung hier. 310. Da brauchen wir jede Menge von, um zum Beispiel neue Outfits zu kaufen oder Stuff. So, und wir brauchen noch ein paar Zombies. Bam, bam. Und Nahkampf. Und den machen wir hier glatt mit unseren Fäusten. Yeah. Okay, nächste Queststufe. Auf Autos springen, um Alarm auszulösen. Denn wir wissen ja, Zombies sind ja doof und die werden von Geräuschen angezogen. Ne? Also, auf die Autos. Ich bin noch ein bisschen im Ziel noch nicht so geübt. Oh, die hauen mich hier aber gerade richtig. So. Und wir haben noch ein Achievement gekriegt. Nämlich, wir haben 10 Zombies getötet. Hey! Okay. Wir sind mittlerweile. Heilen wir uns wieder. Und wir müssen jetzt 6 Benzinkanister Benzinkanister anzünden und Zombies ins Feuer locken. Also 6 Zombies einlocken. Das kriegen wir hin. Hier ist erstmal Wissen. Wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob man dafür Erfahrungspunkte kriegt oder nicht. Nochmal das Summen. Hier. Schön. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. So. Und hier gibt es wieder einen frischen Zombie. Und yes. So. Gibt alles Punkte. Hier die Rotte nehmen wir auch noch mit. Das war cool. Einen kriegen wir schon mal aus der Ferne immer erschossen. Irgendwie ist noch nicht so drauf mit den Ressourcen hier. So. Aber im Nahkampf. Und wir haben hier ein Abbild und Pax Romana gefunden. Das Abbild. Okkult-Talisman. Gibt uns plus 48 Gesundheit, plus 34 Angriffswert. Das nehmen wir auch direkt mal mit. Und haben das dann hier ausgerüstet. Ich finde es übrigens gerade ziemlich hässlich, dass wir hier mit unserer Waffe auf dem Rücken rumlaufen. Die sieht nämlich noch nicht so geil aus. Die Krallen sehen cool aus. Die lassen wir mal. Wolverine Style. Aber der Rest. Nee. So, hier ist ein Benzinkanister. Kommt, die Zombies, kommt, oh, ich brenne hier ohne ein. Kommt hier, komm, 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 komm. Alle schön durch das Feuer laufen. Zombies alle gefressen, halbgefressene Leichen untersuchen. Erstmal müssen wir hier aufhören zu brennen. Ich brenne. Hör auf zu brennen, so. Komm, und heil dich. Noch haben wir keine Heilskills, das wird sich natürlich schnell ändern bald. Wenn wir ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt haben, werden wir uns auch selber ziemlich rasch heilen können. Allerdings werden unser Schadensoutput nie wirklich hoch sein, glaube ich. Ein paar Zombies töten, damit wir schnell ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So. Ein bisschen zack. Ein bisschen Material mitnehmen und Geld ist immer wichtig. Und jetzt müssen wir ja hier die halbgefressenen Leichen durchsuchen. Oder untersuchen. Da sind sie schon. Locken wir erstmal die Zombies an. Ja, ich muss mich daran gewöhnen, dass hier diese Ressourcen nicht sofort verschwinden. Bei den Schusswaffen. Ich habe bis jetzt noch relativ wenig mit Schusswaffen gespielt, also eigentlich gar nicht. Deswegen klappt noch nicht so, wie es soll. Uah!
Jetzt habe ich mich im Nahkampf. Aber zu spät. 25 Zombies getötet, weil... Das ging ja cool. So. Die ganzen Leichen auf der Straße. Hier ist irgendwas ganz schief gelaufen. So, und dann noch mehr. Ich töte die immer schon, bevor ich die Ressourcen noch mehr aufbauen kann. So. Ja, läuft noch nicht so, wie ich will. So. Hier gibt es eine Quest. Und zwar... Kugeln für Andy. Ein Zettel in der Hand des toten Polizisten enthält die Anweisung, mehr Munition zu beschaffen und damit so schnell wie möglich zum Büro des Sheriffs zurückzukehren. Da wollen wir sowieso hin, ne? Dieser Polizist kann offensichtlich nicht mehr zurückbringen, aber die Munition wird immer noch dringend gebraucht. Bestimmt. Nehmen wir das sofort an. Holen uns die Munition hier vom Laster und bringen die zu Andy. So. Andy finden. Hier ist schon das Police Office und hier oben auf dem Dach stehen schon Leute, die die Zombies abknallen. Und wir haben eine Mission fertig gemacht, nämlich für eine Handvoll Zombies. Das schicken wir halt immer mit dem Telefon Berichte zu den Drachen. Ihr Bericht über das Verhalten der Toten ist interessant. Man kann sie anscheinend anlocken wie Hunde, aber im Gegensatz zu Hunden begreifen sie die Lektionen mit der Peitsche nicht. Nutzen sie das zu ihrem Vorteil. Wenn eine Taktik effektiv ist, seien sie gnadenlos. Ihre Biologie ist seltsam. Kein Herzschlag, kein Blutfluss und kein Anzeichen von Gehirnaktivität. Woher will man dann wissen, wann ein Toter wirklich tot ist? Nun, man weiß es einfach. So, und wir kriegen jetzt hier eine neue Waffe. Da wir uns ja zuerst mal auf das Sturmgewehr spezialisieren wollen, nehmen wir da direkt das Sturmgewehr. Und wir kriegen schön Erfahrungspunkte. Und bringen dann erstmal die Munition zu Andy. Die ist hier oben. Hallo Andy. Und legen die Munition mal in die Munitionskiste. Direkt noch einen Bericht senden. Ihr Einsatzbericht ist eingetroffen, wird derzeit analysiert und ausgewertet. Das ist so eine Standardnachricht. Okay. Und dann können wir hier, Andy hat auch direkt noch ein neues Quest für uns. Polizeirevier Elm Street. Mann, sowas gab's in den Polizeiserien früher nicht. Beim Pay-TV vielleicht, bei den Networks nie. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber bevor dieser verfluchte Nebel kam, war Kingsmith ein verschlafenes Städtchen. Damals gab es hier nichts Stärkeres als eine heiße Tasse Kaffee und Schokodonuts von Susies. Manchmal Trunkenheit am Steuer oder häusliche Gewalt. Menschenopfer. Tja, jeder Stadt hat eine dunkle Seite. Was? Wie es aussieht, stehen uns dunkle Zeiten bevor, hä? Huh? Lebende Tote und Schlimmeres übernehmen die Stadt. Wir sitzen hier, hoffen, das ist alles nur ein böser Traum, aus dem uns der Duft von gebratenem Speck und Ahornsirup weckt. Aber wenn nicht bald jemand etwas unternimmt, weckt uns höchstens der Gestank von verfaultem Fleisch. Brauch nicht noch was, das mich an meinen Dad erinnert. Halloween weckt alte Erinnerungen, ne? Die gefräßige Horde rund an das Büro des Sheriffs töten. Okay. Aber ich habe euch ja gesagt, wir wollen hier mal gucken, wie man das mit dem Crafting-System macht. Das kriegen wir nämlich hier als Sidequest. So. Das Buch untersuchen. Hier haben wir nämlich verschiedene Möglichkeiten, Waffen zu bauen. Und wir müssen uns gleich eine Faust bauen, weil die haben ein neues Gewehr haben wir schon gekriegt. Aber wir brauchen eine neue Faust. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Bin in sowas total schlecht. So, dann haben wir die Schrotflinte genommen. Gucken in unser Inventar, da ist die kaputte Schrotflinte. Und dann können wir hier
diese Schrotflinte kaputt machen. Und die Einzelteile davon können wir hier jetzt verbauen. Und uns daraus eine neue Qualle bauen. So, aber das ist ja jetzt viel zu einfach. Ne? Wir brauchen natürlich dafür auch noch hier so einen Werkzeugkasten. Den haben wir hier beim Andy Gott sei Dank dabei. Und wir kriegen da eine One-Inch-Punch-Faustwaffe. Und zack, haben wir sie hergestellt. Und die ist auf jeden Fall besser als die, die wir jetzt haben. Nämlich die gibt uns plus 24 Waffenwerte. Die, das heißt, wir rüsten die direkt mal aus. Haben wir die jetzt schon? Ja, okay. Die alte bauen wir uns hier mal in den Waffenslot. Die können wir leider auch nicht verticken oder so, dass die Helme immer haben. Okay. Und hier das Material in den Materialslot. Muss ja alles schön aufgeräumt sein hier. So. Es sagt uns immer noch, die kaputte Schrotflinte zerlegen. Dann muss man die wohl nochmal zerlegen. Na. Jetzt hat er jetzt eben wohl anscheinend irgendwie nicht mitgekriegt, dass wir die schon zerlegt hatten. Na. Zack. Na. So, eine Anleitung folgen, eine neue Waffe fertigen. Ja, komm, bauen wir uns noch mal eine Kralle. Wir könnten auch was anderes noch mal fertigen, wie so ein Chaos-Fokus oder ein Blutmagie-Fokus oder sowas. Hier, Blutmagie-Fokus ist auch ganz einfach. Zack. 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 Und ganz verstanden habe ich das noch nicht, welches Material man da jetzt für was braucht. Also das Quest ist jetzt relativ einfach, aber... Man kann das auch so oft wiederholen, wie man will, und sich immer wieder neue Waffen herstellen, aber die sind nicht allzu super toll. Deswegen. Ja, wir können dann später entscheiden, ob wir noch auf Blutmagie umswitchen oder auf Chaos. Ich tendiere zu Chaos, wenn wir so einen krassen Nahkämpfer dann irgendwie hinkriegen. Aber ich gucke mal auf jeden Fall am Anfang, erstmal machen wir unsere Sturmgewehrsache auf jeden Fall. Die hatten wir auch vor. So, Bericht senden. Kriegen wir XP und ein bisschen Geld. Okay, und dann müssen wir jetzt die Horde abwehren. Und zwar hier. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und schon die Sirene. Ich hab Angst. Ich bin doch noch nicht so bereit zum Zombie-Schnetzeln. Ah, ich krieg Unterstützung von Polizisten. Und hier der Kollege scheint uns auch zu helfen zu wollen. Und da kommen sie schon. Ja. Oh, das macht ganz lustig, falls du witzig jetzt hier. Sie sollten versuchen, sie an der nördlichen Barrikade aufzuhalten. Da kommt die nächste Welle. Und wir haben Fertigkeitspunkte gekriegt. Das ist immer schon mal ganz gut. Ah, der Kollege hier hilft uns sogar ganz gut. Wo bist denn du? Das ist der Darkness Blade. Ja, ein bisschen Nahkampf machen hier. Es gibt noch mehr Ärger an der südlichen Barrikade. Okay, südliche Barrikade. Sprinten wir doch mal dorthin. Yay. Da kommen sie schon angelaufen. Hilft uns der Chaos Blade hier, Darkness Blade. Danke, danke. Sie kommen netter jetzt Mensch. Von Süden. Und jo, läuft. Es gibt noch mehr Ärger. Aber wenn wir hier den Darkness Blade nicht hätten, dann
mir das. Ah, ich drücke die ganze Zeit das Falsche. Gehen wir mal in den Nahkampf hier. Sie reißen die südliche Barrikade in Stücke. Gut gemacht. Ah, wir haben die untoten Horden wieder für einen Schlag zurückgedrängt. Oder zumindest für 5 Minuten. Okay, die Quelle des Angriffs auf das Büro des Sheriffs finden. Schauen wir mal nach. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war oder kommt schon wieder so eine Horde auf mir mit vorbei. Nein, leider nicht. Dann können wir jetzt mal im Nahkampf plattieren. Kommt schon wieder die nächste Welle. Ein bisschen mehr. Die machen es voll platt. Wo ist der Darkness Blade, wenn man ihn braucht? So, huh. Ups. Ich habe ja meinen zweiten Bildschirm. Wenn ich da rausklicke, ist dann wieder so passiert. So, da hinten ist anscheinend alles übel. Und kriegen wir den hin? Komm, komm. Ah, der macht hier Schaden. Ah, Nahkampf. Zack, zack. Ja, wir haben ihn hingekriegt. Gut. Und zack, zack. Puh. Knapp, aber gut. Bericht senden. Und wir haben einen Anhänger bekommen. Einen großen Talisman, den brauchen wir Fähigkeit 1 für. Aber faszinierend! Die Draugs sind eine alte nordische Art von Untoten, die anscheinend die Untoten Einheimischen kontrollieren. Und in der Tat gibt es primitive Aufzeichnungen über nordische Einflüsse in Kingsmith. Wikingergeschichten, die eher in Flüstern erzählt als in einer Chronik erfasst wurden. Wir werden den historischen Querverweisen nachgehen. Was wir von Ihnen benötigen, sind weitere Beobachtungen über Draug-Aktivitäten entlang der Küste. Wir sind von allem daran interessiert, wie Sie die Steuerung der lokalen Angriffe bewerkstelligen. Ja, das würde mich auch interessieren, ja. So, jetzt haben wir hier KP bekommen. Die können wir auch direkt mal verteilen, vor allen Dingen auch FP, also Fähigkeitenpunkte. Hierfür brauchen wir jetzt nicht. So, wir hatten einen großen Talisman. Das heißt, den nehmen wir schon mal. Das gibt uns hier außerdem mehr Gesundheit. Das ist immer gut. Dann wollen wir den Schaden von unserem Sturmgewehr ein bisschen pimpen. Und den Schaden von unseren Fäusten. So. Und dann gehen wir ins Kräfterad, weil wir haben inzwischen 4 Kraftpunkte bekommen. Dann schauen wir doch mal. Wollten wir hier so. Animalschuss. Der heilt uns. Das halte ich für eine gute Sache. Den kaufen wir. So, dann haben wir direkt eine Passive, die das, die Heilung ein bisschen mehr macht. Wollen wir uns auch. Sichern und laden. 3 Sturmgewehrressourcen verringert die Aufladezeit aller Sturmgewehrressourcenverbraucher, die aktuell aufgeladen werden. In 4 Sekunden. Jo, ist ganz nett. Mal ein bisschen reagieren hier. Gucken aber erst nochmal bei Fäusten. Hier haben wir nämlich Nähren, das ist ein Heilungsskill. Und hier haben wir Killerinstinkt. Können wir das. Ja, das haben wir schon, austoben. Bei jedem ihrer Treffer läuft ein Killerinstinktzähler mit. Wenn er 4 erreicht hat, kann der nächste Angriff nicht automatisch ausgewichen werden. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Nähren. Wir haben ja auch die kleine Heilung hier mit unserem Gewehr. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas?
Konkurrenzlos. Wenn sie den Status beeinträchtigt auslösen, kann im nächsten Treffer nicht ausgewichen werden. Verursacht 8% mehr Schaden. Machen wir das denn mit irgendwas? Machen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Feuer frei macht. Nee. Sichern und entladen. Sichern und laden. Oh, komm, wir nehmen sichern und laden. Zack. Das klingt ganz gut. So, jetzt haben wir hier unsere Heilungsschüsse. Der hier macht eine Salve mit 22 mal 3 und der macht nur 51, aber der heilt uns dafür. Ist ganz nett. Und der hier macht das mal. Da müssen wir mal gucken, was wir davon benutzen wollen. So, und die halbe Stunde für jetzt ist schon wieder um. Ich mache natürlich weiter, aber ihr seht es nicht, weil ich in einer neuen Folge erst euch wieder beglückwünschen darf, dass ihr zuguckt. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal, euer Koali.